Tag 7, endlich! Bald haben wir ein Drittel durch. So, wir wachen wie immer hier auf. Ja. Licht an. Oh, es ist wieder hell draußen. Werden wir aber heute nicht ausnützen, das gestern hat mir gereicht. Wir werden jetzt in den neuen Bereich erstmal gehen und gucken, was da ist. Ja, hi Engel. Hm? Rammstein? Musste ich nämlich auch. Nein, Omf ist falsch. Ich wollte hier eben noch gucken, ob hier nicht Glühbirnen, nicht Taschenlampen, sondern Batterien sind, weil manchmal spawnen sie sich hier random. Also jede Nacht findet man neue. Ja, das ist sehr praktisch. Dreh mich nicht um. Die Sicher sind nämlich schon wieder, ach ja, weil ich keine benutzt habe. Und zack. Oh, 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 oh. Hä? Willkommen bei The Ring. Was soll da jetzt passieren? Geht das irgendwann eigenständig aus? Ah, okay. Das hat uns nicht viel weitergebracht. Wir machen immer wieder aus, ja? Danke. Den nehme ich auf den Zeiger. Wir haben noch einen Schlüssel. Das war nicht der Clown, das war nicht der Clown, das war nicht der Clown, das war nicht der Clown. Natürlich habe ich hier im Flur Licht vergessen anzumachen. Kannst mal nicht gegen die Säule laufen? Danke. Das ist ein Telebim. Warte, wo waren die Telebims? Wo waren Telebims? Ich hatte doch noch den Witz gemacht, von wegen kann ich 911 anrufen. Ich schätze es. Ganz hinten ist eins. Ich befürchte nur gerade, dass ich da dann gleich ein böses Wunder erlebe. Na komm, wo ist der Lichtschalter? Und dafür habe ich jetzt neue Batterien reingeschmissen. War hier eine? Nein, hier ist es leiser geworden. War im Schlafzimmer. Ich schätze es, dass es hier mal ein Herrenhaus war. Das war die Bücherei. Schlafzimmer ist oben. Es kann natürlich auch sein, dass ich das von oben höre. Ah, da haben sich gerade Möbel verrückt. Oder hier irgendwo. Aber wo? Ne, es muss oben sein. Nein, da! Komm, jetzt kann ich endlich ans Telebim. Aber das ist es nicht. Da ist das Klingeln wieder leiser. Muss oben sein.
Wo war hier eine Telefon? Jetzt ist es wieder leise. Ich kann auch nicht ausmachen, aus welcher Richtung es kommt. Wird lauter. Aus dem Schlafzimmer? Nein, da ist nur. Da kann es nicht sein. Also muss es aus dem anderen Teil des Herrenhauses kommen. Hier war nämlich noch ein Telebim, aber hier ist es auch nicht. Oh, warum wird es auch immer leiser? Bevor du dich auch immer erschreckst, weiß keine Sau. Jetzt höre ich das Telebim gar nicht mehr. Jetzt höre ich es wieder. Und es wird wieder lauter. Oh, ist das schrecklich, wenn du ein Telefon klingeln hörst und nicht weißt, woher es kommt. Hier kann es nicht herkommen. Hier verändert sich die Musik. Hier ist nur noch das Kleid. Scheiße, hey, wo kommt das her? Kann es nicht herkommen. Sag ich ja. Wo war ich denn noch nicht? Da würde ich jetzt als nächstes hingehen. Ich sehe gleich nichts mehr. Ich habe keine Taschenlampen. Ach, keine Glühbirnen. Oh Mann, warum lerne ich das nicht? Meine Batterien. Jetzt ist es wieder lauter. Eine Bücherei eins? Nein, hier kann kein sein. Ich sehe gleich nichts mehr. Das oben oder war das unten mit dem Clown? Ja, war das oben oder war das unten? Ich sehe schon nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Geil, ich höre Schritte. Das sind nicht meine. Es ist hier lauter. Kann aber auch sein, dass es dann von unter uns kommt. Die Kerzen sind geil hell. Ja, es ist von unter uns. Nein. War das? Immer wieder nix. Hier klingelt doch irgendwo ein Telefon. Ach nee, echt? Ja, nix mehr. Wo war der Lichtschalter? Ja, danke, Handy. Ich weiß, wir haben 20 Uhr.
toll, jetzt habe ich das Licht wieder ausgemacht. Danke, dass das Klingeln jetzt verstorben ist. Sehr vielen Dank auch. Arschloch. Ich habe gesucht. So, jetzt ist es aus. Und wo muss ich hin? Die Tür ging nicht auf. Ist neben dem Clown irgendwas? Scheiße, da sind Streichhölzer. Ich glaube, ich muss den Fernseher anmachen. Ja, hier kam das Klingeln her. Ich habe keinen Telebim gefunden. Ich glaube, ich muss den Fernseher anmachen. Wieder sind wir nur bei The Ring TV. Ja, das könnte passieren. Ich weiß aber gerade nicht weiter. Ich glaube, ich werde bis zum Schluss. Ist aus? Ja. Den letzten Schlüssel nicht los. Hier ist doch sonst nichts mehr. Hier ist es wieder das Klingeln. Und mich verarschen? Bis zu. Es wird hier wieder lauter. Hier war auch ein Telebim, oder nicht? Nein. Ach, ich kotze so im Dreieck. Kommt aus dem Zimmer. Und hier ist doch gar kein. Telebim. Doch, da ist eins. Keine Batterien, nix. Geil, dieser Schatten. Jetzt kann ich da wieder nicht dran gehen. Und ich muss meinen Laptop anschließen, sonst geht der nämlich gleich aus. Oh, das Klingeln ist ganz in der Nähe. Und ich sehe, höre es. Aber ich weiß nicht, woher es kommt. Jetzt kenne ich ihn. Nein. Das ist nur einer Dings. Ja. Die Tür ist zu. Jetzt ist es wieder leise. Dieses verdammte Klingeln. Oh, ich hasse sie. Wenn ich von A nach B geschickt werde, im komplett dunkel, nix sehe eigentlich. Jetzt ist es wieder leise. Es regt mich gar nicht auf. Oh, ich habe keine Batterien mehr. Jetzt wird es wieder lauter. Das ist doch ein Telebim. Ist es vielleicht hier? Hier ist kein Telebim, ich wüsste, aber hier ist es am lautesten gerade. Oh! Dankeschön, Arschgesicht.
Sind hier vielleicht auch noch Batterien? Zum Dank, dass ich so lange gebraucht habe? Nein? Auf damit. Auf damit, bevor du dich auch immer erschrocken hast. Hör auf damit. So, wir dürfen ja rückwärts durch die Tür gehen, weil ich den Türrahmen nicht finde. Danke. Das ist das. Das ist das. Ich wollte hier nicht rein. Danke auch. Könnte gut verschlossen. Könnte gut Licht gebrauchen. Testen mal hier, wenn hier noch eine verschlossene Tür ist. Zwei verschlossene Türen. Hier passt es. So ein Wunder. Wo ist der Lichtschalter? Dann nur die Tür. Erstmal gucken wir uns hier um. Dankeschön. Sieht aus wie ein Hähnchen. Es ist ein Brot, aber es sieht aus wie ein Hähnchen. Nein, falsche Taste. Oh, hier ist schon wieder eine Uhr. Ja, das sieht ja vielversprechend aus. Eine Speisekammer. Dankeschön, dass ihr mir helft, Batterien zu finden. Aber es bringt mich ja sonst nichts weiter hier. Ja, wir haben bereits 10 Streichhölzer. Danke. Für die Blinden. Neben dem Hummer. Seit heute kreisen ständig Krähen über dem Haus. Ja, die haben wir gesehen. Also ist es draußen kaum auszuhalten, wegen dem Lärm, den sie machen. Tag 8. Noch ein Kapitel oder Ende im Gelände? Könnte jetzt noch eine Stunde Dings aufnehmen. Gut, dann beenden wir hier. Machen wir Schluss für heute. Und machen das nächste Mal hier weiter. Falsche Taste.